Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Create Live. Heute zusammen mit RGB. Hallo RGB. Hallo. Wir befinden uns noch nicht auf dem Server, denn ich möchte euch gerne unser neuestes Vorhaben demonstrieren. Es wird sich euch nicht von dem erschließen, was wir jetzt gerade hier als erstes bauen, aber es wird groß. Und gleich auf dem Server wird euch RGB mal zeigen, was er ja vorbereitet hat bezüglich des Designs, des, was wir bauen wollen. Aber erst, schaut euch das mal an. Das ist die wahrscheinlich beste Baumfarm, die man in diesem Spiel bauen kann oder zumindest ein sehr, sehr effizientes Design. Wir haben nämlich hier ein Minecart mit so einem Sägewerk. Das Ding kann einfach einen Baum beim Vorüberfahren absägen und setzt automatisch einen neuen Sapling. Und die Items kommen dann hier raus. Läuft. Also, das ist aktuell, glaube ich, das beste Ding. Ne? Noch nicht auf dem Server. Auf dem Server ist Sparks bis jetzt das beste Ding. Aber RGB, ich würde sagen, ein Block fehlt noch. Ja, welcher fehlt noch? Der hier. Und jetzt machen wir einmal das hier. Und jetzt machen wir mal das hier. So, schwupp. Und das war's. Und ab jetzt ist Sparks nicht mehr die beste Farm, sondern das ist jetzt hier die beste Baumfarm. Sorry, Spark. Ja, das ist es jetzt, Leute. So einfach war es, das Ding zu bauen. Das ist schon die ganze Magie, diese ganze Magic. Wollen wir sie mal testen, RGB? Ja, klar, gerne. Okay. Also, die Items werden am Ende hier rauskommen. Das müssen wir uns gut merken, wo immer das Ding stehen bleibt. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Kiste hinstellen. Da vorne müsste eine Kiste drin sein. Kannst du die holen? Oder machst du das hier? Du darfst das machen. Nimm du den Transposer. Ich hole die Kiste. Das hatte ich schon in der letzten Folge. Das Problem ist immer, ich gehöre immer zu den Spielern, die andere Spieler immer herumkommandieren und sich selber nie zu oder selber zu bequem sind, um sich irgendwo hinzubequemen. Deshalb drehen wir den Spieß jetzt mal um. Du darfst die Apparatur abschließen. Und bist einmal so nett und baust. Schupp. Bup. Wunderbar. Ja, große Klasse. Jetzt müssen wir sie noch testen. Und dazu klauen wir uns was. Haben wir noch Bone Meal? Bone Meal, ja, auf jeden Fall. Im Lager ist genug Bone Meal. Okay. In der Grünzeug oder in der Mob, also in der verrotteten Fleischkiste. So. Hat keiner gesehen. Ich habe die jetzt nicht geklaut. Nein. Okay. Klick, klick. Der Server laggt ein bisschen. So. Ganz bisschen. Ja, ein dezentes bisschen. Also, gut. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich da und da und da und da schon mal so ein bisschen was hinstelle. Später wird sich automatisch die gesamte Dreckreihe damit befüllen. Es sei denn, wir haben was falsch gemacht. Stopp, ich habe was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe einen dummen Fehler auch gemacht. Wir müssen mal ganz kurz die Maschine hier disassemblen. Ah, hopp. Okay. Ja, denn ich muss natürlich dem Deployer auch noch sagen, dass er bitte nur die Dinger hier setzen soll. So, jetzt ist es besser. Ansonsten. Ah, stopp! Der darf da nicht durchfallen. So, das ist jetzt, glaube ich, schon mal viel besser. Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und da fährt er wieder zurück. Wir werden später hier alles mit Baum pflanzen. Und er bleibt und der fährt dann im Kreis, ne? So. Ja, ja. Und jetzt sollten dann hier später die Sachen. Er fährt einmal im Kreis, genau. Jetzt ist die interessante Frage halt, wir müssen halt einmal einen Baum zum Wachsen bringen. Lass uns mal schnell ein bisschen Bäume organisieren. Schau mal, ob ich vielleicht sogar. Nee, ich habe nichts dabei. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir sind doch live. Ich mache jetzt einfach einen Cut und dann haben wir einen Baum da. Nee, mal ernsthaft, wir können mal ganz viele hier setzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einer wächst, ist ja schon gegeben, ne? Ich meine, es müsste früher oder später einer wachsen. Ja, wird ja per Zufallsgenerator entschieden. So, und je mehr Saplings ich setze, desto höher ist dann halt das die Wahrscheinlichkeit, dass hier tatsächlich ja einer wächst. Also ich vermute mal, dass genau der dritte hier in der Reihe plötzlich wachsen wird. Oh, okay, oh. RGB. Das ist eine sehr geschätzt, ne? Das hast du sehr gut geschätzt. Okay, jetzt können wir sehen, ob die Maschine funktioniert. Ich hoffe doch sehr. Willst du drücken? Ja. Dann drücke. Der Baum wird abgebaut. Der Sapling wird hingesetzt. Supi. Die Maschine hat nämlich, die bekommt ja durch die Dinger. Ah, super. Und jetzt werden noch weitere Saplings hingesetzt. Nee, die Maschine hatte nur einen Sapling. Und
Das ist Holz. RGB. Alter, Brofist. Nice. Okay, Leute, dann bist du jetzt dran. Zeig mal, was du vorhattest wegen Design hier. Ach ja, stimmt. Warte, genau. Okay, warte. 3, 2, 1 und Klatschak. Yes. Was hattest du denn vor vom... Au. Und zwar... wir... Hi. Oh. Ja. Hallo. Wenn ich nicht gewollt war, hätte man auch anders sagen können. Wir bauen hier ein Atomkraftwerk. Dum, dum, dum. Ein Atomkraftwerk. Und, okay, Entschuldigung, das muss... Genau. Hm? Und das hier wird quasi das Verwaltungssteuergebäude. Ja, das. Das hier wird der Kühlturm. Das hier wird der ökologische Ausgleich, damit Greta glücklich ist. Und irgendwo müssten wir hier gleich noch den eigentlichen Reaktorbehälter hinbauen, in dem dann der Strom aufsteigt. Stimmt, hast du recht. Das wird ja auch noch. Den machen wir vielleicht dahinter. Ja. Machen wir vielleicht hier so in der Nähe des Wassers. Wenn der mal hochgeht, verseucht dann das ganze Meerwasser. Das ist ja alles gut. Genau. Innerhalb des Kühlturms würde ich dann die Steingeneratoren vielleicht machen und im Reaktor selbst würde ich dann die ganzen Flywheels machen. Ja, finde ich super. Gut, wir bringen das Ganze nochmal eine gute Passform und an dieser Stelle gibt es einen Cut. Tschüpp. Hallo zusammen. Wir sind jetzt auch noch mit Spark dabei. Hi Spark. Hallo Joe. Und du hattest eine Idee, was man am Fahrstuhl verbessern könnte? Also er hat mich spontan gefragt. Ich habe gesagt, vielleicht ein bisschen schneller machen einfach, weil man braucht halt ziemlich lange, bis man ankommt. Vom System und allem ist es extrem convenient, von der Technik und alles perfekt. Aber ich habe das Gefühl, man braucht halt einfach ziemlich lange, um anzukommen. Ja. Das ist nicht so praktikabel, ne? Wir hatten erst überlegt, so vom Tempo tatsächlich, Spark, wir haben uns dagegen entschieden, ihn so ganz schnell zu machen, weil wir aber auch unsicher waren, wie das bei euch ankommt. Und vielen, vielen Dank auf das Feedback sind wir übelst aus. Sowas brauchen wir. So, hier können wir das Tempo einstellen. Dann machen wir den Fahrstuhl mal auf 112. Statt 80. Wie viel war er jetzt gerade? Von 80 auf 112. Lass uns mal gucken, wie schnell er jetzt ist. Lass mal Ründchen fahren. Wir fahren mal. Ja, man kann aber gefahrlos auch zu zweit hier mitfahren jetzt, ja? Bis, oder so. Eigentlich bis jetzt immer ja. Jetzt gucken wir mal. Naja, das hängt bei mir im Boden drin. Ja, ist aber schön. Aber läuft noch. Okay. Ja, und das ist einfach so praxisspieltechnisch angenehmer. Ja. Ich finde es auch beispielsweise immer, wenn man schlafen muss, dass man einfach Betten random in der Stadt verteilt, anstatt immer in ein Haus reinzulaufen, weil dieses Hin- und Herlaufen dauert auch immer Zeit, so 30 Sekunden zum Bett, 30 Sekunden zurück und du machst das halt in einem Abend, keine Ahnung, 20 Mal, das ist halt jedes Mal minutenlang, die man dann von A nach B läuft. Spanky, du hast aber absolut recht, ich finde ja so mit dem schnelleren Tempo kommt man auch echt besser voran. Ja, also so Wege und Accessibility und sowas, das ist schon wichtig, finde ich. Ja. Naja, falls man durchfällt, haben wir ja ein Auffangbecken. Ja, das haben wir auch zur Sicherheit geregelt. Können wir von außen gucken, wie das aussieht. Mhm. Der Eingang muss noch weiter gebaut werden hier unten. Ja, also das hätte ich jetzt so als Mindesttempo auch von außen gesehen. Es kann ja, pass auf, kann einer mal drücken und dann schnell rausrennen und sich von außen das angucken. Zack. Ja, guck dir das mal an jetzt so von der Geschwindigkeit. Ich finde, das ist so Mindesttempo eigentlich. Aber also es ist schon sportlich. Es ist schon, ja. Schon fix, aber so vom Aussehen her finde ich, das ist schon gut so. Sollen ja auch nicht kotzübel werden während der Fahrt. Und wichtig ist, beim Runterfahren darf der Fahrstuhl nicht so schnell sein. Wir haben auch noch festgestellt, wenn der Fahrstuhl zu schnell runterfährt, haut er tatsächlich die Blöcke da unten weg, Spark. Also wenn du den mit zu viel Tempo runterfahren lässt, haut er dir hier unten die Blöcke weg. Der geht dann in den Boden rein. Okay. Und du bekommst Fallschaden, wenn du drin bist. Richtig. Aber guck mal, du siehst jetzt ja da diese vier Blöcke dort. Da dockt der Fahrstuhl drauf an. Und der haut die wirklich weg, wenn er zu viel Tempo hat. Ist ein Mod. Kann man eigentlich so eine Ramme bauen, ne? Die einfach so ein Loch in den Boden rammt. Kannst du richtig geil. Wie gesagt, du kannst eine Quarry machen. Einfach so ein Rope Pulley, wie ihr oben auch schon habt, plus nicht Linear Chassis und dann Bohrer dran. Dann kannst du einfach so eine Quarry so 20 oder so einen kompletten Chunk bis zum Bedrock ruckzuck wegrasieren. Ich überlege gerade, man könnte einen Flügel bauen aus Obsidian und den lässt man dann von oben runter plumpsen. Das funktioniert. Und dann kann man mit dem Förderband sogar diese Quarry, diesen Quarry-Kopf dann wegtransportieren zur Seite oder sowas bestimmt. Holla, holla. Krass. Also ich will noch mal ganz kurz zeigen, guckt euch das mal an, liebe Leute. Das hier, die Bäume sind gewachsen und jetzt können wir einmal hier die Holzfarm aktivieren. Mal kurz gucken, wie viel die generiert. Ja, doch, sportlich. Da läuft's.
Jo, Spark, ist ja cool, wenn du vielleicht ein bisschen Lust hast, da mitzuhelfen, hier beim Kraftwerk, später vielleicht beim Aufbau. Ich bin gerade am Gebäudebau von der Baumfarm. Ich habe Klims Wunsch ein. Deine Baumfarm von... brennt! Sehr gut. Hm. Oh, Tatsache. Warte, ich helfe kurz beim Löschen. Warte mal, die Baumfarm hier drüben? Ja. Ja, ja. Achso, ja. Brennt er denn? Keine Ahnung. Hier. Ich mach's aus. Lol. Ach ja, wegen dem Lava. Lava ich lösche halt hier mit Lava die Teile, dann suche ich mal eine andere Lösung dafür. Einfach auf den Boden droppen, reicht aus, die spawnen nach 5 Minuten. Ja, also. Limestand halt, ne, da kommt ja gut was runter. Ich kann da auch einen Kaktus bauen. Drauffallen lassen. Ein Loch ist ein Kaktus drunter. Meine Güte. Ja, oder die Lava einfach 2 Blöcke tiefer setzen, oder? Also, wegen, weil die Lava hier habe ich mein Equipment einmal komplett geschreddert, ne? Echt? Ja. Elytra, ich habe so ein Efficiency-Stufe 6, Spitzhack. Was ist da passiert? Die Zuschauer haben es 10.000 Mal geschrieben, aber keiner hat Details genannt. Also im Clip habe ich nur gesehen, dass du irgendwie plötzlich in diesen Rädern warst. Ich bin hier hochgefahren mit dem Förderband, bin hier ausgestiegen, bin runtergehüpft, bin aber nicht ganz runtergehüpft, hängen geblieben, hab die Sneak-Taste losgelassen, bin hier durchgegrindet worden. Oh nein! Ja, oh nein! Oh, komm! Ciao! Zum Glück ist die Lava nicht bereit. Ich hab nicht gesehen, dass da die Räder sind. Und genau das. Genau das ist jetzt passiert. Joe hat das einmal nachgespielt. Nein, ich wollte das noch nicht machen. Genau das, was dir passiert ist, ist mir auch passiert. Und hier hinten ist so eine Zwischenkiste. Diese Zwischenkiste war nicht da. Das Förderband hat die Items einfach in die Lava geworfen. Also alles, was jetzt hier drin wäre, deine Pickaxe, dein Schwert, Rüstung, alles wäre komplett durchgeschreddert worden. Oh nein, und das wäre alles einfach, ja. Du hättest quasi, oh nein, in das Lava Förderband ich transportiert. Jetzt, weil Lava. Ich so nett bin, hier eine Sicherung eingebaut, damit mir das nicht nochmal passiert und deine Sachen sind alle noch da. Bei meinen, die sind eins nach dem anderen in die Lava geplumpst und alle verbrannt. Ach du Scheibenkleister. So. Ja, holy moly. Genau. Wie bist du hier gestorben, Tod? Also Leute, Joe kann das mal kurz nachprobieren. Spontan. Jetzt, Hauptsache, ich habe eben, als Joe drin gegangen ist, instinktiv meine Aufnahme gestartet. Als er drin ist, instinktiv. Okay, ich wollte das noch mit euch teilen. Weil es halt ganz frisch im Livestream. Okay, jetzt habe ich. Alles gut. Ja. Einfach nur Fail. Einfach nur Fail. Zum Glück habe ich sie ausgestellt. Ich habe auch die Lava eben weggemacht, wie gesagt. Oh Mann. Oh ist der Rest dann nicht von dir, Joe? Ja, doch. Achso, ich brauche den nicht mehr. Aber ich dachte, das ist von Joe. Ich dachte, das ist die ideale Müllbeseitigung hier. Moment. Mist, Mission erkannt. Ah, unauffällig. Jasper, RIP, ich kann's richtig nachvollziehen, wie du dich gefühlt hast. Ja, das war meine Story. Eben nochmal nacherzählt in live. Joe hat sie unwissentlich nochmal nacherzählt. Weißt du eigentlich, was es hiermit auf sich hat? Wird hier Alchemie betrieben? Kommt hier gleich die Ad? Achso, ich habe vor, hier eine Papierfarm zu machen, die zusammen mit dem Gunpowder, was da in der Raketenfarm runterkommt, eine Raketen, die dann Raketen craften. Was macht? Können wir mal gucken. Oh lol, wir haben fast 4 Stacks Gunpowder hier drin. Oh ja. Ihr habt es schon gesehen, ihr klettert mal mit hier hoch. Das würde mich mal interessieren, und, wie du diesen Mechanismus. Kennt ihr das Konzept eines Mixers? Eines Küchenmixers? Oh! Oh! Ja. Das dürft ihr euch nicht angucken, Leute. Was? Ich kenne den Frosch im Mixer, das grüne Ding, was im. Alter, Spark! Ja. Das ist ja eine Mördermaschine. Richtig, und alle Creeper, die da runterfallen. Die werden grazil gehäckselt. Gerade ist Nacht draußen, deswegen, die werden auch richtig zerfetzt, ne? Gerade ist Nacht draußen, deswegen kommt da nicht so viel. Vielleicht haben wir ja Glück und es spawnt noch mal einer. Aber ansonsten müssen wir kurz pennen und wenn die dann da runterfallen. Hey, ohne Witz, seitdem jetzt heute zockt, diesen 4 Stacks Gunpowder drin. Ich glaube, Klim war vorhin am Anfang einmal schon da. Alter. Damit können wir richtig viele Raketen machen. Ja, das soll also automatisch gehen. Schade, jetzt kommt kein Creeper. Aber die werden richtig rum gefetzt und zerrissen. Alter, Normalfall. Das ist krass. Oh. Aber ja, ist ja komplett sicher, ne? Man kann hier auch in die Ecke gehen, ja. Ja, das ist sicher. Da kannst du ruhig angehen. Ja, läuft. Gut. Und dass hier vorne so eine Sugarcane-Farm sein. Ich habe das so gemacht, damit ich hier in der Mitte kann ich dann einen Harvester haben, der sich einfach die ganze Zeit im Kreis dreht. Also auch wieder so ein Radial Chassis. Das dreht sich im Kreis und erntet dann ringsum kreisförmig dann das Sugarcane. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Ihr habt das hier unten mit dem Minecart gemacht bei der Farm, den Harvester, ne? Aber irgendwie
keine Ahnung, fand ich ein bisschen umständlich. Ich habe es einfach, das war einfach wie so eine Windmühle, die liegt und Harvest da dran, dann trittst du. Wie holst du die Items denn da raus? Achso, du gibst die wahrscheinlich nach oben genau, hin. Und am Ende, weil der Ast ist ja so ein Ast und hinten ist dann so ein Interface dran, was das mit einem Transposer eine Kiste deployt oder so. Spucky? Und dann dreht sich das einmal, erntet ab, dann bleibt es stehen, entlädt das, was es sich abgebaut hat und dann dreht es sich wieder eine Runde und dann entlädt wieder, was abgebaut hat. Du kannst es ja noch smarter machen. Du setzt das Interface hier in die Mitte. Es ist ja egal, es muss ja nur mit der Apparatur in Verbindung sein. Setz das hier in die Mitte hin und leite das nach oben hin ab. Dann kann es sich die gesamte Zeit drehen. Das Problem ist aber, das Ding bleibt jedes Mal stehen, wenn was in der Kiste drin ist. Das heißt, es wird dann wie so ein Uhrzeiger die ganze Zeit so nach vorne ticken, ein abbauen, stehen bleiben, ein abbauen, stehen bleiben, ein abbauen, stehen bleiben. Also so ein bisschen ruckartig, dann so tak, 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 tak. Verstehe nicht, das. Echt, machen die das? Bleiben die wirklich stehen? Ja, das sieht irgendwie doof aus. Ich habe gedacht, ich lasse es einmal im Kreisfarm entleeren. Oder? Okay, ja klar. Aber der Häcksler, das ist eine sehr elegante Variante. Übel. Das ist wahr, also es hieß ja früher immer Monster-Häcksler. Und das, meine Damen und Herren, ist ein wahrhaftiger Monster-Häcksler. Der erste also echte Monster-Häcksler. Dann müssen wir jetzt auch gleich die Creeper runterkommen sehen, weil tagsüber sind die Mobs halt außen rum gespawnt. Ich liege kurz im Bett. Gut, also liegen. Ich bin auf dem Weg. Ah, gebe ich auch noch raus. Ja, gleich raus. Sag, wenn Tag ist. Jetzt ist Tag. Hat geklappt. Gut. Schauen wir uns das ganz mal an. Ja, also es kommt nicht so oft was runter, es braucht halt eine Weile, ne? Aber im Laufe der Zeit summiert sich das. Wir haben, glaube ich, genug Raketen für alle, dass wir nicht wieder Dingen sind. So, jetzt sollte die Creeper vom langsam an. Also es kommt selten. Aber etwas Glück kommt jetzt was? Ja, keine Ahnung, die müssen wir erst spawnen. Dann, ich habe da 15 Spawn-Etagen reingemacht. Hey, ne? Ich habe 15 von den Spawn-Etagen reingeballert. Darf ich mal kurz eine technische Frage an Sparky stellen? Ja. Windräder. Ja. Wie viel Wolle brauchen die, bis die Max Power haben? Ich habe nicht gezählt. Ich habe einfach so lange gemacht, bis 8000 war. Okay, wisst, okay. Tülü. Tülü. Kann man die irgendwie in die andere Richtung drehen lassen? Nein. Nee. Also du kannst sie schon in eine Richtung drehen lassen, aber dann produzieren die keine Energie dabei. Ja, das ist nicht in der Sache. Du kannst sie in eine Richtung drehen, dann, aber nur als Deko dann, wenn du es von hinten antreibst. Ja, nee, wir brauchen leider den Strom. Da muss ich mir was anderes überlegen. Danke. Jo. Ja, Leute, Vorführeffekt, ne? Auch kein Problem. Also ich kann mir vorstellen, weil halt viele Spieler, wenn viele Spieler am Server sind, das ein bisschen träger ist oder dauert. Mhm. Aber wir könnten eigentlich mal noch. Ich kann mich fragen, ob die alle mal kurz disconnecten können dafür. Ja, müsste auch nicht. Also. Die Katzen sorgen dafür, dass die hier hinlaufen, oder? Ich hab 14 Spawn-Etagen oben drauf, wo einmal eine Katze in der Mitte sitzt, es können nur Creeper drin spawnen, die Katzen ängstigen die Creeper zur Seite. Es hat da keine über uns gespawnt bis jetzt. RGB, du fragtest, warum da so Teppiche sind und so. Das hat was damit zu tun, eben halt diese Logik, wie Creeper und andere Mobs spawnen. Das verhindert halt, dass da andere Mobs spawnen außer Creeper. Es können wirklich nur Creeper. Oh, da kommt Creeper. Achtung, jetzt mal genau gucken und. Ah, pass auf, der steht hier sind, bam, weg. Oh, der wurde dorthin gefetzt. Oh, wie krass. Ja, der wird richtig rumgefetzt. Die Sache ist die, es gibt hier einen fetten Bug, ne? Wenn jetzt hier ein Creeper normalerweise runterfällt und das Ding dreht sich, dann kann der hier drin stehen bleiben und kriegt niemals Schaden. Als ob diese Säge das Ding komplett ignoriert. Und nur wenn ich das Teil einmal neu starte, also praktisch stoppe und neu starte, dann macht er dem Creeper Schaden. Und da habe ich einen Start-Stopp-Mechanismus eingeführt, der alle 5 Sekunden für einen Tick kurz pausiert. Dann schaltet sich diese Säge aus. Ihr seht, dass das stehen bleibt. Das ist kein Anzeigefehler. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum das so ist. Krass, weil man wusste, Start-Stopp-Mechanismus. Das resettet sich. Hast du einfach nicht anders. Und da habe ich so einen Adjustable-Pulse-Repeater reingebaut mit einer kleinen Hopper-Clock. Die ist irgendwo unterirdisch. Moment. Und wo kann ich auch mal zeigen? Die ist einfach nur vorne in dem Bereich drin. Mit einer Klatsch dann wahrscheinlich, ne? Ja, einmal durch. So, einmal hinten lang. Genau, und der powert dann hier hinten Klatsch. Und dann siehst du mal ganz kurz, wie er hier, zack, einmal das Ding kurz stehen bleibt, damit sich das resettet und dann die Creeper auch wirklich geschreddert werden. Das hat mir so Kopfzerbrechen bereitet. Mit Singleplayer hat es funktioniert, Multiplayer anscheinend nicht. Mhm. Dann sieht man mal, wie das ganz kurz stehen bleibt. Ja, das ist elegant, das funktioniert. Und das hat noch einen Nebeneffekt, bei der Holzfarm war das ähnlich, dass manchmal die Bäume nicht geerntet wurden und die Säge halt sich einfach gedreht hat und den Stamm ignoriert hat. Das habe ich jetzt gleichermaßen mit damit gefixt. Weil, das heißt, die Holzfarm bleibt auch alle 5 Sekunden quasi einmal durch dieses Ding mitstehen, ne? Ja. Krass. Spark, wir müssen uns vielleicht nochmal Gedanken machen wegen der Energieübertragung. Also später vom Kraftwerk wollen wir eine Art so eine Stromtrasse bauen, die dann wirklich oberirdisch hier die Energie vom Kraftwerk weiterleitet.
Ich habe die ganze Zeit ein Symmetrie-Tool, weil es läuft. Und wenn ich Blöcke abbaue, weil ich die überall an verschiedenen Stellen habe. Das ist ja nicht passiert. Pass auf damit, das ist RGB auch die ganze Zeit passiert. Pass bitte auf damit. So. Was ist mir passiert? Ja, die Asymmetrie-Tool und die ganze Zeit andere Blöcke abbauen. Oh, ja, oh ja, gefährlich. Ja, wie gesagt, ich mache mich mal ran und baue lieber erstmal hier. Mach das. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, Spark, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ja, haut rein. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.